Und schon sind wir beim letzten Thema, Flächeninhalt Dreieck. Das Ganze haben wir jetzt schon eigentlich zweimal gehört. Einmal mit dem Determinantenverfahren, dass wir also zwei Vektoren aufstellen und dann über die Determinante einfach den Flächeninhalt bestimmen. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit gehört mit 1/2 Grundlinie mal Höhe. 0,5 g mal h. In dem Fall nehmen wir einfach mal die Grundlinie c und die Höhe habe ich schon eingezeichnet, hc. Das wäre jetzt also der ganz normale Flächeninhalt von diesem Dreieck. Nur tatsächlich können wir jetzt mit Sinus, Cosinus und Tangens auch noch andere Flächeninhalte herstellen, genauer genommen nur mit dem Sinus. Und zwar habe ich den Winkel Alpha schon mal einzeichnet. Den wollen wir mal hernehmen und wollen mal schauen, ob wir die Seitenlänge HC rauskriegen, weil das war doch bis jetzt immer das Problem. Wir konnten immer nur dann Grundlinie, 1/2 Grundlinie mal Höhe hernehmen, wenn das HC irgendwie parallel lief. Ansonsten war das immer ganz schwierig zu berechnen, die Höhe HC. Also versuchen wir HC mal rauszukriegen, zu eliminieren. Und das machen wir natürlich wieder so, wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben. Wir nehmen einfach ein rechtwinkliges Dreieck, durch die Höhe ist es ja schön vorgegeben, und nehmen etwas her, was durch die Angaben hier schon drin steht. Also HC soll vorkommen und dann am besten die Seite B, dass wir also nicht diese Seite AD da unten nehmen müssen. Und das ist ja nichts anderes wie Gegenkathete durch Hypotenuse. Also kann ich Sinus Alpha gleich HC durch B aufstellen. Das Ganze, weil ich ja HC ersetzen will da oben, löse ich nach HC auf. Das heißt, ich muss dieses B da unten rauskriegen. Und das kriege ich raus, indem ich auf beiden Seiten mal b rechnen, dann ist hc, ich habe es ein bisschen umgestellt, gleich Sinus Alpha mal b. Und wenn ich diese beiden Formeln jetzt zusammensetze, also für hc dieses hc verwende, nämlich Sinus Alpha mal b, komme ich auf die Formel 0,5 mal b mal c mal Sinus Alpha. Und das ist ein immenser Vorteil. Das ist nämlich tatsächlich jetzt die Formel, die wir weiter verwenden können. Jetzt können wir, indem wir nur zwei Seiten und einen Winkel von diesem Dreieck gegeben haben, bereits den Flächeninhalt bestimmen. Es schaut ein bisschen komisch aus, warum man genau diese da verwenden soll, aber da gibt es eine kleine Merkhilfe. Und zwar, ihr erkennt es nämlich ganz leicht, wenn der Winkel Alpha gegeben ist, dann nimmt man die Seiten B und C. Also quasi immer die beiden Schenkel von meinem Winkel, die geben dann mit der Formel zusammen den Flächeninhalt. Dementsprechend gilt es natürlich auch für andere Winkel. Wenn ich zum Beispiel den Winkel Gamma gegeben habe, muss ich die Seiten B und A nehmen und kann dann meinen Flächeninhalt bestimmen. Hier könnte ich natürlich A und B auch austauschen, ist ja der Kommutativgesetz der Multiplikation, da kann ich ja irgendwelche Faktoren auch vertauschen. Und das Dritte, das dann gilt, wenn ich Beta habe, ist dann einfach die Seite A und C, die ich zunehmen muss, um den Flächeninhalt zu bestimmen. Ihr seht, relativ einfach, es gilt nur wieder, dass man sich die Formeln richtig merkt. Und jetzt ist es natürlich ein total leichtes. Wenn jetzt Aufgaben dabei sind, wo ein Winkel gegeben ist und zwei Seiten, dann können wir sehr, sehr oft gleich den Flächeninhalt bestimmen und müssen nicht noch irgendwelche weiteren Streckenlängen, wie die zum Beispiel die Höhe bestimmen. Oder wir müssen nicht weiter Vektoren bestimmen. Und das ist ein immenser Vorteil. Und es wird auch weiterhin so sein, dass es immer nur eine Formel gibt, mit der man das Ganze berechnen kann. Selten, dass es zwei gilt. Das heißt, man muss für ein Dreieck tatsächlich alle drei Formeln können und immer schauen, welche gerade in welchem Zusammenhang anzuwenden ist. Brauchen wir etwas mit Winkel? Brauchen wir etwas mit Vektoren? Oder brauchen wir etwas mit der Höhe HC, so wie wir es noch am Anfang hier gehabt haben?